Wie kommt das Internet zu euch nach Hause über Mobilfunk? Die Antwort gibt es jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einem Fritz-Tech aus der Reihe Anschlussarten. Und heute geht es um den Mobilfunk. Denn wir können ja auch über Mobilfunk wunderbar inzwischen Internetzugänge realisieren. Und wir gucken uns mal an, wie das funktioniert, was da alles reinspielt und was ihr mit so einer Box alles machen könnt. Schauen wir uns Mobilfunk an. Auch da war ja der Grundgedanke, ähnlich wie bei DSL und Kabel, ein vorhandenes Netz zu nutzen, nämlich das Mobilfunknetz, um Daten zu übertragen. Der Mobilfunk war ja auch ursprünglich mal nur für Telefonie entwickelt worden, nicht für Daten, und ist in Generationen eingeteilt. Mit der zweiten Generation 2G, da kam erstmals die Überlegung zu sagen, lass doch da auch mal Daten übertragen. Und wir konnten dann also auch tatsächlich mit einem paar Kilobit, paar hundert Kilobit Daten übertragen. Damals hat es ja gereicht. Richtig in Fahrt kam es dann eigentlich erst in der dritten Generation, 3G, auch bekannt als UMTS. Da haben wir dann ja schon ordentliche Datenraten bekommen. Das waren anfangs 364 Kilobit pro Sekunde durch diverse Optimierungen und Zusatzverfahren bis zu 40 Megabit theoretisch möglich. Der wirklich große Schritt zur Datenübertragung kam dann mit der vierten Generation 4G oder auch LTE, Long Term Evolution, wo wirklich auch so ein bisschen die Netze weg von Telefonie immer mehr Richtung Datenübertragung sich verändert haben. Und jetzt sind wir ja gerade in der fünften Generation 5G, auch bekannt unter dem tollen Namen NR New Radio. Mit der vierten Generation wurde das Ganze schon aber ein bisschen komplizierter. Und aber generell erstmal die Frage, was wurde eigentlich gemacht, um immer besser Daten übertragen zu können? Und es geht mal wieder um die Frequenzen. Wir haben es schon bei WLAN gehabt, bei DSL, bei Kabel. Immer reden wir von Frequenzen. Und auch hier gilt wieder, Bandbreite kommt von Breite des genutzten Bandes im Frequenzspektrum. Wenn wir mehr Daten übertragen wollen über Mobilfunk, brauchen wir auch mehr Frequenzen. Und vielleicht erinnert euch noch an dieses Riesenthema damals bei 3G UMTS. Da wurden nämlich neue Frequenzen versteigert für Mobilfunkanbieter und die haben wirklich Milliarden geboten. Und deswegen haben ja auch manche Anbieter gesagt, UMTS ist die Abkürzung für unsere Milliarden trösten Schröder. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Bei 5G wurden wieder neue Frequenzbänder versteigert. Da haben die Anbieter alle gesagt, nee, nochmal machen wir das nicht. Und dann ist es doch wieder, ich glaube, in die Milliarden reingegangen. Denn natürlich sind die Frequenzen über die Luft extrem reglementiert. Es gibt nicht viele, da funkt alles Mögliche andere ja auch noch. Es gibt reservierte Bereiche für alles Mögliche, auch für WLAN zum Beispiel, für Bluetooth. Und immer wenn da mal irgendwo was frei wird im brauchbaren Bereich, dann stürzen sich die Anbieter da natürlich drauf und wollen das gerne für sich haben. Denn brauchbarer Bereich, wir können ja nicht irgendwelche Frequenzen nutzen. Denn wie auch bei WLAN, wie überall, je höher die Frequenzen, desto höher die Dämpfung, desto geringer die Reichweite. Es macht also keinen Sinn, irgendwelche utopisch hohen Frequenzen zu nutzen, die vielleicht frei sind, wenn die dann nur ein paar Meter reichen. Und deswegen war auch ein ganz großes Ding bei LTE, nannte sich ja damals Digital Dividende. Erinnert euch vielleicht noch, da wurde DVB-T, das analoge Fernsehen, abgeschaltet und nur noch digital übertragen, was ungefähr 20-25% nur der Frequenzbandbreite benötigt hat. Und da wurde im 800 MHz-Bereich auf einmal was frei. Und das war deswegen so super interessant, weil das eine sehr hohe Reichweite bietet. Mehrere Kilometer sind da möglich. Und das wurde also gerade für LTE, für den ländlichen Ausbau genutzt. Und da gab es auch noch die Auflagen für die Anbieter, die das ersteigert haben, dass die dann aber auch erst im ländlichen Bereich ausbauen müssen. Was sehr komisch war, war, als LTE kam in Deutschland, kam es tatsächlich zuerst in den ersten ländlichen Regionen. Also normalerweise kommen ja neue Technologien immer erst in den Städten. LTE gab es zuerst auf dem Land, weil die da einfach ausbauen mussten. Inzwischen haben wir einen wahnsinnigen Frequenzdschungel, weil wir haben mehrere Frequenzbereiche verteilt auf dem großen Frequenzband irgendwo zwischen 800 und 6 GHz und immer wieder kleine Häppchen, die die Anbieter nutzen können, die dann wiederum verschiedene Anbieter nutzen. Das ist also ganz schön wild geworden. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel solche Verfahren wie Carrier Aggregation, CA, das also auch mehrere Bänder, die jetzt gar nicht zusammenhängen, sondern irgendwie verteilt sind, aggregiert werden können, um höhere Datenraten zu übertragen. Also auch das ist ein Thema, weil manchmal sind die Bänder nur sehr schmal, das zur Verfügung stehende Band. Und dann haben wir eine schmale Bandbreite, geringe Datenübertragungsrate. Deswegen guckt man, dass man mehrere zusammenfasst. Und was natürlich auch eine weitere Steigerung gebracht hat, wie bei WLAN, dass einfach mehrere Antennen, mehrere Datenströme genutzt wurden. Weil das ist wirklich eine einfache Regel. Ein Datenstrom, Datenrate mal 1. Zwei Datenströme mal zwei. Hier in der 6850 haben wir sogar vier Antennen drin. Sieht man nur nicht. Zwei sind rausgeführt, aber intern haben wir vier Antennen. Also wir können sogar über vier Antennen Daten übertragen.
Das ist sehr komplex und da wollen wir auch gar nicht so tief reingehen, weil es ist ja auch wirklich abhängig vom Netzanbieter, welche Frequenzen der nutzt und wie er sie zuteilt. Wichtig ist nur für euch zu wissen, unsere Fritzboxen können alle gängigen Frequenzen, die wir brauchen, in Deutschland, Europa, auch im Ausland. Das heißt, wir kriegen immer eine Verbindung hin. Welche Frequenz wie genutzt wird, das entscheidet sowieso der Anbieter. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Gerät, sei es der Fritzbox oder auch euer Handy, im Mobilfunknetz anmeldet, dann entscheidet der Anbieter, wie ihr euch damit verbindet, mit welchem Standard, auf welcher Frequenz, das regelt der Anbieter, die Funkzelle. Aber kommen wir zurück. Wir sind also hin zu höheren Datenraten gekommen durch mehr Frequenzen, die wir nutzen konnten, breitere Bänder, die wir nutzen können, mehr Antennen und noch ein paar andere Sachen natürlich. Damit haben wir mit 4G eigentlich schon wirklich den Stand gehabt, dass man sagen kann, wir können einen Festnetz-Internetanschluss auch über Mobilfunk anbieten. Bei LTE, das ging ja los mit typischen Geschwindigkeiten von 150 Megabit pro Sekunde. Da gibt es jetzt wieder verschiedene Ausbaustufen, Kategorien genannt. Also dann gibt es also Kategorie 4 konnte 150, Kategorie 6 konnte schon 300 Megabit pro Sekunde. Kategorie 16 LTE Modems, was auch in der 6850 5G übrigens drinsteckt, kann auch 1 Gigabit über LTE übertragen. Also auch da haben wir Gigabit-Geschwindigkeit über praktisch noch den alten Mobilfunkstandard. 5G kann ja bis 10 oder 20 Gigabit sogar theoretisch. Aber das ist eine Sache, dass wir die hohen Geschwindigkeiten erzielen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt, um wirklich vollwertigen Anschluss ersetzen zu können, ist ja die Latenz. Also die Zeit, die es braucht, ein Paket ins Internet zu schicken und eine Antwort zu kriegen. Gerade für Gaming, für andere Echtzeitanwendungen ist das elementar wichtig. Und da war Mobilfunk bis jetzt nicht so super doll aufgestellt. Also bei 2G, da hatten wir Latenzen, die gingen schon, da konnte man in Sekunden fast zählen. Bei 3G haben wir auch durchaus 40, 80, 100 Millisekunden. Das ist zu viel, weil eigentlich sagt man, unter 30 Millisekunden wird es gut. Und mit 5G haben wir jetzt tatsächlich Latenzen theoretisch von einer Millisekunde. In der Praxis sieht man so 1 bis 10 Millisekunden. Und das ist absolut vergleichbar mit DSL und Kabel. Also da haben wir wirklich von Übertragungsgeschwindigkeit wie auch von der Latenz her einen vollwertigen Ersatz für einen festnetzbasierten Internetzugang. Also super natürlich in ländlichen Regionen, wo DSL-Kabel vielleicht nicht verfügbar ist oder schlecht ausgebaut. Aber natürlich auch super, wenn ihr das mal irgendwo temporär braucht, bei einem Projekt, Open Door, keine Ahnung, bei einem Festival, dass ihr sagt, wunderbar, ich nutze einfach die Mobilfunkverbindung und kann wirklich gutes Internet bereitstellen und dann ein Heimnetz drüber laufen lassen. Wir können uns das auch gleich mal in der Fritzbox angucken, was wir da alles sehen rund um dieses Thema Mobilfunk. Und ich habe hier meine 6850 5G. Die ja auch mit 5G verbunden ist. Und wir sehen schon sehr schön, jawohl, da sehen wir ein paar Parameter, die Verbindung steht. Wir haben 1400 Megabit pro Sekunde, 1,4 Gigabit, das würde ich über DSL hier gar nicht kriegen, 206 Megabit Upload. Wir sehen, dass wir ungefähr 200 Meter vom Funkmast entfernt sind, jetzt weniger 100, die Latenz 15 Millisekunden, nicht die 1 bis 10, werden wir auch gleich sehen, woran das liegt. Und dann sehen wir ja auch, dass tatsächlich 4 Antennen genutzt werden, mit dann auch der Dämpfung, die da drauf ist. Wir sehen, dass 5G NSA genutzt wird, Non-Standalone, mit MIMO-Verfahren, mehrere Antennen, Multiple Input, Multiple Output, auf einem bestimmten Frequenzband. Das kann sich hier jederzeit ändern, da können auch mal mehrere stehen. Wenn dann zum Beispiel Carrier Aggregation genutzt wird, CA würde dann noch dabei stehen, hier jetzt gerade nicht. Da kommt es jetzt auf einmal, jetzt haben wir MIMO CA, MIMO mit Carrier Aggregation, weil wir nämlich 2 Frequenzbänder nutzen. Und ihr seht schon, das passiert einfach automatisch, das wird auch vom Netz gesteuert. Da ich jetzt hier gar keinen Einfluss drauf, das passiert einfach. Nochmal ganz kurz dieses 5G NSA. Wir haben jetzt ja gerade den Wechsel von LTE 4G zu 5G. Und um diesen Wechsel möglichst nahtlos zu machen, haben wir erstmal 5G Non-Standalone. Das heißt, LTE wird immer noch für den eigentlichen Verbindungsaufbau genutzt und dann wird 5G dazugeschaltet für die Datenübertragung. Das Ziel ist irgendwann 5G SA, Standalone, zu nutzen. Dann gibt es kein 4G mehr, dann haben wir nur noch 5G. Denn auch das passiert ja mit 3G gerade in Deutschland geschehen, dass alte Generationen dann auch irgendwann abgeschaltet werden, weil einfach die Frequenzbänder benötigt werden für die neuen Generationen. Weil Frequenzbänder sind nach wie vor knappes Gut. Da sagt man also auch gerne mal, 3G schalten wir jetzt ab. Wurde mit 3G tatsächlich in Deutschland getan, damit wir für 5G die Frequenzen frei haben. Irgendwann wird auch LTE abgeschaltet und dann haben wir natürlich 5G Standalone. Und wenn auch der Verbindungsaufbau über 5G erfolgt, dann werden wir auch geringere Latenzen sehen. Solange natürlich LTE noch beteiligt ist, haben wir auch entsprechend die höheren Latenzen, die wir von LTE auch noch kennen. Wir können jetzt hier noch im Mobilfunk reingehen, da sehen wir dann zum Beispiel auch nochmal hier die Antennen, nochmal genauere Daten über die Empfangsleistungen, die Mobilfunkverbindung.
Das sind jetzt hier nochmal bestimmte Funkzelleneigenschaften, womit ich verbunden bin. Natürlich hier auch nochmal die Netzliste, wo ich sehe, was sind denn eigentlich für Funkzellen, also für Masten da, mit welcher Signalstärke. Und hier sehe ich auch, dass also 4G und 5G genutzt werden. Dann kann ich hier auch nochmal natürlich bei der SIM-Karte raufgucken, zum Beispiel die PIN ändern, so eine klassischen Sachen. Und was ganz spannend ist, beim Empfang habe ich die Möglichkeit, eine Ausrichthilfe zu starten. Und das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Sprich, diese Antennen, die sind ja bewegbar und ich kann natürlich die Box auch an sich irgendwie anders hinstellen. Und um zu gucken, ob das was bringt, was das bringt, starte ich die Ausrichthilfe. Und dann habe ich hier wirklich also in Echtzeit, sehe ich jetzt also hier, wenn ich jetzt hier irgendwie dran mal rumdrehe, wie sich das ändert. Und ich kann ja auch einfach mal probieren, wenn ich die jetzt mal so, hat man gerade gesehen, wenn ich die einfach die Hand rummache, wie das schon gedämpft wird. Also ich sehe wirklich in Echtzeit und kann das also optimal ausrichten, dass ihr bestmöglichen Empfang habt. Das sind so die Sachen, die ich hier sehe. Zusammengefasst, was man aber sagen kann, das, wie die Verbindung hier aufgebaut wird, entscheidet der Netzanbieter im Wesentlichen. Also wir haben jetzt ja gesehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Standards, Antennen, was die Funkzelle kann, Carrier-Ration, ja, nein, welche Frequenzen genutzt werden. Das heißt, die Geschwindigkeit, die ihr tatsächlich bekommt, jenseits von der, die mit 5G vielleicht theoretisch möglich ist, hängt also davon ab, was die Funkzelle kann, also wie die ausgebaut ist, was sie für Antennen hat, wie viele, was sie unterstützt, welche Bänder die nutzt. Natürlich auch, wie die Funkzelle an sich angebunden ist, weil wenn wir hier sehen, 1,4 Gigabit ist schon die Frage, ist die Funkzelle denn auch mit Glasfaser angeschlossen? Liefert ihr das überhaupt? Dann natürlich, was kann euer Endgerät, also in dem Fall die Box oder vielleicht euer Handy oder auch ein anderes Gerät, was kann das eigentlich? Die Summe aus all dem entscheidet erstmal, was theoretisch möglich ist. Und was dann praktisch ankommt, das hängt jetzt ja auch noch davon ab, wie gut der Empfang ist. Also wir haben sogenannte passive Störungen. Das ist einmal schlichtweg die Entfernung von der Funkzelle. Je weiter ihr weg seid, klar, desto schlechter der Empfang, desto geringer die Datenrate. Natürlich auch Hindernisse, also irgendwelche Häuser, die im Weg sind oder Bäume, die das Ganze dämpfen. Und es gibt aber auch aktive Störer. Das können einfach irgendwelche Frequenzen sein, die tatsächlich da reinstören. Und vor allem sind es all die anderen Mobilfunknutzer. Weil, wenn ihr in einer Funkzelle seid, Mobilfunk ist ja auch ein Shared Medium, dann greifen ja mehrere gleichzeitig auf die gleiche Funkzelle zu. Das heißt, die Bandbreite muss hier auch wieder geteilt werden. Also das, was die Funkzelle an sich physikalisch kann, auch vielleicht von der Anbindung her überhaupt nur leisten kann, muss sie ja dann auf die Teilnehmer wiederum verteilen. Und wenn ihr also sehr viele Teilnehmer habt in einer Funkzelle, dann kann es sein, dass ihr jetzt seht, ja, 1,4 Gigabit, super, aber wenn ich dann mal einen Speedtest mache, kommt da nur ein Bruchteil von an, weil ich mir das mit allen anderen teilen muss. Also auch die Auslastung spielt natürlich eine große Rolle. Das also erstmal zu dem rein, wie der Verbindungsaufbau passiert. Wir können jetzt noch mal reingucken. Wir können ein paar Sachen, können wir tatsächlich versuchen zu beeinflussen. Im Wesentlichen legt ja die Funkzelle fest, wie die Verbindung hergestellt wird. Aber wenn ihr auf Zugangsdaten geht, dann müsst ihr nicht viel eintragen. Ihr sagt, welchen Provider ihr habt und die, wenn die PIN geschützt ist, die SIM-Karte geschützt ist mit einer PIN, gibt ihr die PIN ein. Das war's ja. Aber wir haben ja die Möglichkeit, bei Mobilfunkart und den Frequenzbändern bestimmte Vorgaben zu treffen. Und damit können wir natürlich versuchen, die Funkzelle bzw. das Netz an sich in eine bestimmte Richtung zu zwängen. Nämlich wenn wir zum Beispiel sagen, nee, pass mal auf, Mobilfunkart mache ich manuell und ich sage einfach mal, 3G, 4G kann ich gar nicht mehr. Also wenn ich sehe, es gibt prinzipiell eine 5G SA, Standalone-Verbindung, auch hier NSA, und aber mein Anbieter schickt mich immer auf irgendeine andere Funkzelle, die aus meiner Sicht suboptimal ist, dann kann ich ja sagen, dann sage ich einfach dem Netz, dass ich 4G gar nicht mehr kann und zwinge damit indirekt den Netzanbieter zu sagen, ah okay, dann müssen wir den halt mit dem 5G-Mast verbinden. Also auf die Art und Weise kann man das versuchen, natürlich auch über die Frequenzbänder, dass man sagt, ich bin der Meinung, dass aber hier eins dieser Bänder besser ist als die anderen, dann sage ich einfach, ich schalte manche Bänder ab, damit die Funkzelle wieder sagt, ah okay, das Gerät kann das gar nicht, dann muss ich es ja mit dem Frequenzband verbinden, weil klar, wir teilen dem Anbieter mit, was können wir, und der Anbieter entscheidet anhand aller anderen Geräte, die auch in der Funkzelle sind, wen verbinde ich jetzt wie und wo, mit welchem Mast und mit welcher Technologie, mit welchem Band. Also das ist, wenn ihr da ein bisschen drinsteckt im Thema und experimentierfreudig seid, könnt ihr damit rumhantieren. Ansonsten ist natürlich standardmäßig einfach alles aus automatisch. Wir versuchen, die bestmögliche Verbindung herzustellen, aber wie gesagt, der Provider entscheidet letztendlich selber und sagt, nee, dich schicke ich jetzt dahin mit folgenden Parametern und musst damit klarkommen. Dann könnt ihr versuchen, das hier entsprechend ein bisschen zu beeinflussen. Und kommen wir mal generell dazu, welche Möglichkeiten ihr überhaupt habt, Mobilfunk mit einer Fritzbox zu nutzen.
Angefangen hat es ja tatsächlich mit den DSL-Boxen. Denn nach wie vor könnt ihr zum Beispiel auch in so einer 7590 einfach einen UMTS-Stick oder einen LTE-Stick, USB-Stick, anschließen. Der muss natürlich von der Box erkannt werden. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch über Mobilfunk mit so einer DSL-Box eine Verbindung aufzubauen. Sei es als Übergangslösung oder das Ganze als Fallback einzurichten, dass ihr sagt, okay, wenn DSL ausfällt, dann nutze bitte die Mobilfunkverbindung. Wenn ihr keinen passenden Stick habt, könnt ihr das für eine temporäre Lösung sogar mit eurem Handy machen. Einfach per USB-Kabel anschließen, Tethering aktivieren und dann können wir die Mobilfunkverbindung vom Handy nutzen, um mit der Fritzbox damit ins Internet zu gehen. Dann haben wir auch ein Kombimodell, das ist die 6890. Und da haben wir auch einen DSL-Anschluss, aber man sieht schon die Antennen, die externen Antennen sind ja immer Mobilfunkantennen bei uns. Und hier ist der SIM-Karten-Slot. Das heißt, hier haben wir also beides in einem Gerät fest verbaut. Ist natürlich die deutlich bessere Lösung, wenn die SIM-Karte im Gerät drinsteckt in der Fritzbox, weil dann können wir damit viel besser umgehen, als wenn ein Mobilfunkmodem dransteckt oder ein Handy. Und hier können wir natürlich auch wieder sagen, mit einer Fallback-Lösung arbeiten. Wir nutzen primär DSL und wenn das mal ausfällt, wollen wir Mobilfunk nutzen. Oder wenn das Mobilfunknetz tatsächlich besser ist, sagen wir, wir nutzen primär Mobilfunkverbindung und wenn die zusammenbricht oder das Volumen aufgebraucht ist, dann nutzt doch die DSL-Verbindung. Oder wir können sogar sagen, nutze beides parallel. Dann werden beide Verbindungen aufgebaut und wir verteilen die Daten einfach auf DSL und LTE oder sogar beim WAN-Port, wenn ihr wollt, und habt halt dadurch eine höhere Geschwindigkeit effektiv. Und dann haben wir die reinen Mobilfunkboxen, hier zum Beispiel die 6850 5G. Also da kommt dann entsprechend nur eine SIM-Karte rein für Internetzugang. Und ansonsten habt ihr die üblichen Anschlüsse für eure PCs, Rechner, Drucker, was auch immer ihr da anschließen wollt, LAN, WLAN natürlich. Das sind also die generellen Möglichkeiten, wie ihr Mobilfunk mit einer Fritzbox nutzen könnt. Die haben unterschiedliche Leistungsmerkmale. Also klar, wenn ihr hier ein externes Gerät anschließt, müsst ihr gucken, was der jeweilige Stick oder das Handy kann. Dann haben wir ja natürlich unsere LTE-Boxen. Da gibt es dann wiederum mit verschiedenen Kategorien. Also hier haben wir zum Beispiel Kategorie 6 drin, 300 Megabit, glaube ich. Hier haben wir dann die Kategorie 16 drin, bis zu 1 Gigabit über LTE. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Das ist immer abhängig davon, was eben auch der jeweilige Chip kann. Auch beim Handy ist es ja so, was euer Handy wirklich im Mobilfunknetz kann, hängt davon ab, was für ein Mobilfunkchip verbaut ist. Und da müssen wir auch mal gucken, was es gerade auf dem Weltmarkt so gibt. Mit der 5G-Box seid ihr im 5G-Netz drin, aber natürlich abwärtskompatibel. Das ist auch nochmal wichtig. LTE, 5G könnt ihr auf jeden Fall beides nutzen. 3G gibt es eh nicht mehr, das hat sich erledigt. Eine Frage, die dabei noch bleibt, ist die Telefonie. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit nur von Internet geredet und das ist ja auch unser primäres Anliegen oder vielleicht auch euer zu sagen, ich will schnell ins Internet. Aber natürlich können wir über Mobilfunk auch telefonieren. Und das hat sich aber auch geändert. Also früher war das ja wirklich leitungsvermitteltes Telefonieren. Inzwischen wird ja auch paketorientiert, also praktisch über Daten telefoniert. Und das ist aber auch wieder abhängig jeweils von dem verbauten Chip, ob der das kann oder nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel mit einer 6850 5G, das kommt gerade rein, dass ihr auch über Voice over LTE und perspektivisch auch über 5G, also Voice over 5G telefonieren könnt. Also wirklich im Prinzip das native Telefonangebot des Anbieters. Das, wie gesagt, ist abhängig von Modell, was der Anbieter unterstützt, ob das geht oder nicht, also ob ihr wirklich die Rufnummer auf der SIM-Karte direkt mit der Box nutzen könnt. Was ihr aber immer machen könnt, natürlich, unabhängig davon, ihr habt eine Internetverbindung. Das heißt, holt euch einfach irgendeinen SIP-Anbieter, also einen Internet-Telefonier-Anbieter, wo ihr eine Rufnummer bekommt, tragt die ein und dann telefoniert ihr ganz normal über Daten über das Internet. Das könnt ihr in jedem Fall machen, egal wie ihr verbunden seid. Ansonsten abhängig vom angeschlossenen Gerät, von der Fritzbox, die ihr generell verwendet, also von dem jeweiligen Chip, das hier drin steckt, ob und wie ihr die SIM-Kartenrufnummer auch zum Telefonieren nutzen könnt. Das könnt ihr dann je nach Modell einfach nochmal gucken. Ändert sich ja durchaus jetzt zum Beispiel auch gerade mit dem kommenden Fritz OS für die 6850. Also zusammengefasst, was ist wichtig? Mobilfunk ist eine wirklich gute Alternative zu leitungsgebundenen Internetzugängen, sei das als Übergangslösung oder wirklich, weil ihr in einer Region sitzt, wo ihr sagt, alles, was hier per Leitung kommt, ist Murks. Ich warte auf Glasfaser und bis dahin nutze ich vielleicht ein super 5G-Netz, was ich hier habe. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt bei einer DSL-Box Mobilfunk mit dazu bringen. Es gibt Kombigeräte, es gibt die reinen Mobilfunkgeräte in unterschiedlicher Ausprägung, je nachdem, wie ihr es braucht. Also einfach im einfachsten Fall SIM-Karte rein, PIN eingeben, ihr seid verbunden und surft los. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann wie immer aber ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr dabei seid, ihr wisst es, haut ein Abo rein, haut die Glocke rein, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.